Ich grüße dich und ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend. Ich möchte heute mal ein Statement darüber bringen, dass ich finde, dass die meisten Menschen mit ihrem Körper nicht richtig gut umgehen. Und wir haben irgendwie echt die Pflicht, uns darum zu kümmern, dass es unserem Körper gut geht, weil wir nur einen haben. Manche Menschen behandeln ihr Auto besser als ihren Körper. Wobei viele Menschen eben auch mehrere Autos im Leben haben. Die bekommen dann das beste Öl, die bekommen diese Pflege, die bekommen jene Pflege. Und ihrem Körper geben sie gar nicht genug Zuwendung. So, das heißt, sich wirklich gut um den Körper zu kümmern, heißt eben auch, wenn man vorhat, nicht frühzeitig zu versterben, auch noch ein schönes Alter zu haben, weil es so wichtig ist, sich um den Körper zu kümmern. Ja, insofern ist das ein Aufruf jetzt. Ja, fang an, dich um deinen Körper zu kümmern. So, ich starte jetzt mit Webinaren und dazu seid ihr herzlich eingeladen. Das wird stattfinden als Facebook-Livestream in einer Gruppe extra, die nur für meine Webinare sind. Und ich starte jetzt gleich. Am Freitag um 12 Uhr beginnt das erste Webinar. Und wenn du wirklich lernen möchtest, wie du dich in deinem Körper wohlfühlen kannst, dann bist du da genau richtig. Ja, es geht nicht darum, den Körper zu optimieren oder ja, nichts von außen sozusagen Schönheitsidealen zu entsprechen oder so. Darum geht es bei mir überhaupt nicht, sondern es geht darum, sich wirklich in seinem Körper wohlzufühlen. Inklusive Gewicht. Ja, wenn du lernen möchtest, dein Wohlfühlgewicht zu bekommen, dann bist du herzlich eingeladen. Über die basische Ernährung können wir da so, so viel machen. Ja, und wenn du gerne schöne Haut haben möchtest, auch dann bist du am Freitag um 12 Uhr im Webinar bei mir genau richtig. Und was fällt mir noch ein? Ja, wenn du sagst, mein Körpergeruch ist echt schwierig, ich muss mit Deo arbeiten, auch das funktioniert nicht richtig und so, dann habe ich auch da wahnsinnig gute Hilfe für dich. Ja, ein Körper, der schwitzt, muss nicht unbedingt riechen. Ja, bei mir riecht der Schweiß dann, wenn Stresshormone dazukommen. Ja, wenn ich wirklich weiß, okay, ich war emotional angespannt, dann merke ich einen anderen Körpergeruch. Ansonsten ist der, wenn der Körper gesund ist und gut ausbalanciert ist, was den Säure-Basen-Haushalt angeht, riecht der Körper nicht nach Schweiß. Na? So, insofern, wenn es dich interessiert und du sagst, ja, ich will, das hört sich gut an, ich vernachlässige meinen Körper oft eigentlich, ich sitze lange am Schreibtisch und dann habe ich nicht richtig und dann tut mir hier weh und da weh und dann habe ich Pickel und dann esse ich aus Stress irgendwie was, weil dass da gerade das gibt und eigentlich weiß ich, dass ich irgendwie was für mich tun müsste, dann bist du herzlich eingeladen. Ja, wirklich alle, die dabei sein wollen, ich stelle den Link gleich drunter, wo man sich anmelden kann zu den Webinaren. Eine herzliche Einladung, ich freue mich über jeden, der Lust hat, was für seine Gesundheit zu tun und ganz aktuell eben auch für das Wohlbefinden in deinem Körper. Ganz liebe Grüße und einen wunderschönen Feierabend.